Hallo, schön, dass du einschaltest hier im Arcada Club. Heute möchte ich ein Thema besprechen. Da werden viele Profis, die jetzt zugucken, sagen, Gott, was erzählt denn der da? Alles Blödsinn. Mag sein, aber es soll nicht Blödsinn sein. Ich versuche nur ein sehr kompliziertes Thema sehr einfach zu erklären. Das ist ja Ziel unseres Clubs, dass wir komplizierte Themen auf das Einfachste runterbrechen und ich mit ganz einfachen Worten und Beispielen euch versuche, ja, komplizierte Themen eben näher zu bringen. Also seid mir nicht böse, wenn das ein oder andere hier nicht super professionell vorgetragen wird und der Profi sagt, nee, das geht gar nicht. Ja, da ist der Club auch nicht für da. Wir sind für die Anfänger da und für die absoluten Laien und heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das in der Fotografie sehr spannend ist und das ist das sogenannte RAW-Format, das benutzt werden kann beim Fotografieren. Und das ist ein bisschen kompliziert vielleicht zu erklären. Also machen wir es mal ganz einfach. Ihr habt ja alle eure Kameras vom iPhone oder iPad und irgendwo sind da ja Sensoren verbaut. Die müssen ja irgendwie das Bild erkennen. Also natürlich wissen sie nicht, dass da ein Baum steht, aber sie müssen zumindest wissen, dass das, was ihr da aufnehmt, grün ist. Also der Farbwert muss ja irgendwo gemessen werden. Das Grün, das Gelb, das Blau. Aus all diesen Farbwerten muss das Bild irgendwie entstehen. Und das machen diese ganzen Sensoren, die in der Kamera sind, ja. Und liefern, ja, im Grunde genommen verschiedene Stromstärken ab. Und das ist so grob das, was auch gespeichert werden kann. Und daraus entsteht dann eben ein Bild. Also man versucht dann anhand dieser unterschiedlichen Werte, die der Sensor da geliefert hat, das Rot zu interpretieren und die Helligkeit und verschiedene andere Sachen. Also da gibt es ganz viele Aspekte, die bei so der Generierung dieses Bildes eine Rolle spielen. Ja, und anschließend geht dann irgendwie ein Algorithmus hin und sagt, so, und jetzt machen wir daraus eine Bilddatei, meistens das sogenannte JPEG-Bild oder Apple hat ja so ein neues Bildformat eingeführt, das HEVC-Bildformat. Also das kann die Bilder ja noch ein bisschen besser interpretieren und hat einen höheren Farbraum und so weiter. Aber da wollen wir gar nicht technisch drauf eingehen. Fakt ist, irgendwo müssen diese Messdaten, also diese ganzen Stromwerte, ja in ein Bild umgerechnet werden. Und das macht eben dieser Algorithmus in euren iPhones und iPads automatisch und das nach einer bestimmten Regel. Und die Regel, die hat sich mal irgendeiner ausgedacht. Irgendeiner, der bei Apple da saß und hat gesagt, na, so ist der beste Weg, dass das ein gutes Rot wird. Das muss aber so nicht sein. Ihr sagt vielleicht für euch selber, nee, also da bin ich gar nicht mit einverstanden, wie das Bild gerechnet worden ist. Das geht vielleicht auch noch schöner und besser. Und deswegen möchte man die Bilder eigentlich im sogenannten RAW-Format, also im Rohdatenformat haben, möchte das haben, was der Sensor liefert. Und dann möchte man mit einer anderen Software, die vielleicht viel bessere Algorithmen hat, versuchen, daraus das Bild zu erstellen. Und darum geht es. Und Apple unterstützt eben mit iOS 11 auch dieses RAW-Format. Aber wir haben keine Möglichkeit, in der Kamera-App von Apple selber ein RAW-Bild zu erzeugen. Das geht nicht. Die Apple-Kamera oder die mitgelieferte App liefert uns immer dieses JPEG-Format. Erst mit Zusatzanwendungen geht das. Und eine hatte ich hier im Club vorgestellt. Ich verlinke das Video hier nochmal in der YouTube-Beschreibung oder sucht bei YouTube selber nochmal im Club nach Halide. So hieß eine App, die kostet 5,50 Euro im App Store. Ich weiß, es gibt auch noch viele andere Pro-Kamera und so weiter. Aber mit denen habe ich vieles versucht und manchmal ging was und manchmal ging es nicht. Also ich war nicht ganz so zufrieden wie ihr vielleicht jetzt denkt, dass ich das sein sollte mit diesem Programm. Aber mit Halide hat das alles geklappt, was ich machen wollte. Ich konnte bei Halide einfach sagen, mach mir das Bild als RAW-Bild. Dann wurde es in meiner Fotolibrary abgespeichert. Und dann stand es direkt in allen Apps zur Verfügung, auch am Mac. Und das RAW-Format wurde beibehalten. So, und jetzt ein kurzer Hinweis. Ich zeige das jetzt hier am iPad mit Affinity Photo. Das gibt es ja für das iPad. Und das ist eine fantastische Bildbearbeitung. Dazu habe ich auch auf der Homepage einen eigenen Kurs. Also wer Affinity Photo für das iPad richtig kennenlernen will, der kann sich den Kurs auf www.arcada-club.de mal anschauen. Darum geht es jetzt aber nicht. Ich zeige es nur hier. Es geht aber auch mit Affinity Photo am Mac. Aber da müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn das Bild nämlich gemacht worden ist und synchronisiert worden ist mit der Fotos App und ihr nehmt jetzt das Bild aus der Fotos App am Mac und schiebt es einfach in das Affinity Programm, dann bekommt ihr ein JPEG. Dann ist das kein RAW-Format. Ihr müsst dieses Bild in Fotos exportieren. Da klickt ihr oben auf Datei und dann exportieren und dann müsst ihr dieses Bild im Originalbild oder Zustand quasi exportieren. Und diese Bilder haben die Endung DNG. Daran erkennt ihr die. Und dieses Bild wiederum könnt ihr dann in Affinity Photo auf dem Mac reinschieben. Und dann passiert das, was hier auch schon passiert. Und das zeige ich euch jetzt. Ich öffne mal ein Bild. So, und jetzt werdet ihr sagen, ja, der hat sie doch nicht mehr alle. Jetzt zeigt er uns hier so ein schwarzes Bild. Wo ist denn da das Bild? Das habe ich tatsächlich mal gemacht, um mal ganz extrem zu zeigen, was hier eigentlich passiert. Also,
Das ist ein RAW-Bild, da ist auch tatsächlich nichts drin zu erkennen. So würde das der Algorithmus sehen, der würde daraus ein schwarzes JPEG letztendlich machen. Wir haben nichts davon. Und ihr seht, wenn wir in Affinity Photo solche RAW-Dateien öffnen, dann bekommen wir ein Entwicklungsmenü. Das bedeutet tatsächlich, dass wir jetzt mit diesen Schiebereglern das Bild quasi interpretieren müssen. Wir müssen quasi über diese Schieberegler diesen Daten sagen, wie das, ja, wie stark die Belichtung sein soll, wie stark die Farbwerte sein sollen und so weiter und so fort. Und das ist jetzt nicht das schönste Bild, aber es demonstriert mal, was das RAW-Format kann, wie mächtig es ist. Also, wir haben hier ein schwarzes Bild und wir haben diese Entwicklungseinheit bei Affinity. Und wenn wir jetzt mal die Belichtung hochdrehen, ja, und das den Schieberegler hier hochnehmen und den Schwarzpunkt und hier die Helligkeit mal nach oben ziehen, dann sehen wir, den Schwarzpunkt nehme ich mal runter, da ist was. Da ist nämlich der Apple Pencil. Ja? Der ist eigentlich weiß und der ist jetzt nicht mehr so ganz weiß darüber gekommen, aber der ist in dem Bild tatsächlich vorhanden und der Sensor hat den auch erkannt, aber die Interpretation dieses Algorithmus hat daraus ein schwarzes Bild erstellt. Und erst wenn ich eben dieses RAW-Bild habe und sage, ich interpretiere das Bild aber jetzt so, dann bin ich in der Lage, Dinge herauszuarbeiten und eben ja, ein wesentlich besseres Bild zu erzeugen, als das vielleicht dieser Algorithmus macht. Und deswegen ist das RAW-Format so toll. Da kann man eben auch noch Bilder retten, die schlecht fotografiert worden sind, vielleicht mit schlechten Lichtverhältnissen, und da würde der Algorithmus unter Umständen die Wolken kaputt machen und dann einfach da nur einen weißen Himmel reinzeichnen, aber man hat die Chance, mit dem RAW-Format und ein paar Änderungen an diesen Schiebereglern tatsächlich das Bild anders zu interpretieren. Ich kann das dann jetzt hier entwickeln, nennt sich der Menüpunkt, dann übernehme ich quasi das, was ich hier eingestellt habe, das kann ich später auch nicht mehr verändern. Also das ist jetzt im Endeffekt der Zwischenschritt, der im iPhone automatisch passiert, wenn man die Kameraaufnahmen macht, dann kommt der Algorithmus, der daraus ein JPEG macht, und dann hat man das JPEG und das könnt ihr ja eigentlich auch nie mehr verändern. Also an der Stelle ist Schluss. Und jetzt sind wir eben hier, wo wir das RAW-Bild geladen haben. Wir sind jetzt da beim Algorithmus, manipulieren diesen Algorithmus gerade, und wenn wir jetzt auf Entwickeln klicken, dann haben wir hinten das JPEG-Bild und das war's dann. Ja, auch das können wir nicht mehr verändern. So, und ich zeige euch das jetzt mal an einem anderen Bild. Ja, wenn ihr das Video zu Halide, dieser Foto-App auf dem iPhone gesehen habt, dass er die RAW-Dateien erzeugen kann, dann hatte ich ja ein Bild gemacht, wo ich hier in die Natur fotografiert habe, und das ist dieses Bild hier, und ihr seht, das ist erstmal soweit in Ordnung. Also man muss jetzt da nicht unbedingt drüber meckern, aber man kann eben ein bisschen mehr machen. Wenn man hier zum Beispiel mit der Belichtung etwas arbeitet, die Schwarzpunkte etwas verändert, die Helligkeit vielleicht was hochzieht. Also ihr seht, durchaus ist da noch ein bisschen was möglich, das Bild ein bisschen besser rauszuarbeiten. Und ich kann auch hier die Sättigung, ein kräftigeres Gelb reinnehmen, die Leuchtkraft erhöhen. Also jetzt habe ich hier ja schon eine ganz andere Interpretation des Bildes. Schaut euch das mal an. Wir haben hier diesen Vorher-Nachher-Effekt. Ihr seht also auf der rechten Seite, wie es ursprünglich aussah, und so habe ich es jetzt quasi neu interpretiert und quasi hier verarbeitet. Und damit kann man doch recht zufrieden sein. Also ihr seht, wie stark die Möglichkeiten sind, da noch Dinge zu verändern, und Affinity Photo ist eben in der Lage, diese RAW-Dateien zu bearbeiten. Das können auch Adobe-Produkte, das können viele Grafikprogramme mittlerweile, aber man braucht eben diese RAW-Bild-Datei. Und der Nachteil dieser RAW-Bild-Datei ist, sie ist riesig groß, weil dann natürlich keine JPEG, also keine komprimierten Bilder erzeugt wurden, sondern die Rohdaten drin stehen. Das ist eine Riesendatei und da stehen alle Werte drin. Aber für die Profis, die wirklich perfekte Aufnahmen machen wollen, ist das RAW-Format ja wirklich dieses Wundermittel, sage ich mal, mit dem man die Fotos wesentlich besser herausarbeiten kann. Also, ihr braucht so eine App. Das muss nicht Halide sein, es gibt auch noch andere Apps, die das RAW-Bild-Format erzeugen. Aber wie gesagt, damit hat es am besten geklappt. Meiner Meinung nach. Und dann könnt ihr es mit Affinity Photo am iPad oder eben am Mac so bearbeiten, wie ich euch das gerade gezeigt habe. So, und ich hoffe, ich habe das Thema verständlich erklärt, auch für die Laien. Die Profis werden sagen, die haben schon abgeschaltet, die sind schon weg, die haben schon gesagt, was er da erzählt, um Gottes Willen. Aber ich finde, so versteht man es, oder? Sagt es mir gerne in den Kommentaren, bleibt mir weiterhin treu. Und wenn ihr so ein bisschen von mir erfahren wollt, was mache ich so nebenbei und ja, privat und was passiert so alles, wenn so eine Filmaufnahme gestartet werden muss und so weiter. Ich gebe so ein bisschen Einblick, versuche so fast täglich Videos zu machen. Ihr könnt die alle auf Instagram mitverfolgen. Dort heiße ich Per Pubben. Also einfach auf Instagram gehen, nach mir suchen und dann folgt ihr mir einfach und dann kriegt ihr so ein paar Einblicke, wenn ihr Lust habt. Aber ich gebe manchmal auch so Tipps außer der Reihe. So kleine Sachen, zum Beispiel das iOS 11.2.
2.5 in der Beta-Version an die Entwickler gegangen ist. Also da kommt noch ein Update. Ja, solche Sachen sind aber für ein Thema im YouTube-Kanal viel zu kurz. Das ist ein Satz, aber für so Instagram-Videos reicht es aus. Also ihr werdet da außer der Reihe noch von mir informiert. Ich freue mich, wenn wir uns da wiedersehen und wünsche euch hier im Club weiterhin viel Spaß. Macht's gut. Tschüss.